Hey Leute, was geht? Für uns ein herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu FIFA 22. Heute gibt es mal wieder einen Food Drop, denn wir haben uns im Stream hingesetzt. Die neuen Prime Icons sind rausgekommen und damit kann man jetzt noch bessere Drafts bauen. Wir haben ja gerade erst eine 190 geschafft und das haben wir jetzt nochmal getoppt. Wir haben übertrieben geile Drafts gebaut, wir haben uns aber auch echt lange hingesetzt. Allein im Stream haben wir für 4 Stunden Drafts gebaut, nach dem Stream haben wir nochmal für 2 Stunden Drafts gebaut. Aber die Teams, die dabei rumgekommen sind, die besten davon seht ihr gleich, wenn ihr Drafts feiert. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir versuchen weiterhin immer mal wieder die besten Drafts überhaupt zu bauen. Und wer den Kanal nicht abonniert hat, kann das gerne unter diesem Video machen, um nichts mehr zu verpassen. Viel Spaß. 191er Draft. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, es ist machbar durch die neuen Prime Icons. Deswegen, wir gehen rein. Wir nehmen die 451. Und wir brauchen ein paar frische Karten. Ginola, wenn wir Full Cam kriegen, Rivaldo auch. 92er Rating auf dem linken Mittelfeld ist gut. Nehmen wir mit. Linksverteidiger brauchen wir ohne Icon eigentlich, wobei brauchen wir nicht. Robertson, wonderful. Fühl den Start, so muss es weitergehen. 85, sag ehrlich, ist gar nicht so schlecht. Wir gehen erstmal auf die Bank, weil jetzt kommen ein paar schlechte. 87, in Ordnung. Oh, da geht mehr. Da geht mehr. Komm. Nein, Bro, das ist Verarsche. Okay, ich glaube, der Versuch wird nichts. Ich habe jetzt schon ein Gefühl, wir haben jetzt schon zu viele Bauern leider bekommen. Wenn wir jetzt hier nicht so 84, 85er Spieler kriegen. Nein, das ist Baby Zidane, so. Was soll ich mit dem? Ja, 93 ist okay. Hier 94. 98, okay, ja. Scheiß auf die Wahl. So. Hier haben wir sogar schon den Link. Dann nehmen wir einen guten Rechtsverteidiger hoffentlich. Nein. Warte mal, Kappa ist in der richtigen Liga. Torwart. Aber wir haben zu viele Positionen, wo wir auch ein bisschen getrollt werden, muss man sagen. Sturm. 90 ist nicht schlecht, ne? Ist früh kennen. Wir haben jetzt eine 90er Bewertung. Okay, Yashin ist ja ganz big. Full Cam einfach mit ihm. 91er Rating. Was passiert hier? Sterling, rechte Seite. Hätte noch mal ein höheres Rating. Wir bauen weiter. Zanetti für die Verteidigung. Ronaldinho. Ronaldinho wäre nur ein Bankspieler, ne? Ich sag euch ehrlich, ich muss Zanetti nehmen. Ich muss Zanetti nehmen, weil es so ein Gamechanger ist, den hier in der Startelf zu haben. Mache ich diese. 191. Einen guten Innenverteidiger noch. Ich sag euch ehrlich, wir haben einfach dann hier ersten Versuch quasi. Das 191er Draft. Bro. Bro, was will uns stoppen? Was will uns stoppen gerade? Ich sag's euch ehrlich. Wie will EA uns noch aufhalten? Na, okay, indem sie uns jetzt die größten Lumpen geben. Warte, wir brauchen noch einen guten Innenverteidiger, dann haben wir's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind halt dann nicht mehr Fullcam, ne? Warte mal ganz kurz. Eher Zambrotta, ne, als Marquinhos. Weil dann haben die anderen Spieler auch ihre vollen Links. Das Problem ist halt, dass wir mit ihm nicht mehr Fullcam sind, glaube ich. Aber mit Marquinhos auch nicht. Hey, wir sind Full... Bro, was? Wie? Wie will EA uns noch aufhalten? Wie wollen sie verhindern, dass wir einfach kurz die 191 hinschütten? Gib was Gutes. Nein. Ich hab nichts gesagt. War Spaß, EA. Können wir bitte noch einen guten Verteidiger hier? Also wir sind noch bei der 91, aber so darf es nicht weitergehen, wie es hier gerade läuft. Bitte, bitte, bitte. Einen guten. Ich schwöre, einen guten, dann haben wir safe. Der letzte Spieler entscheidet. Der letzte Spieler entscheidet, ob es die 191 ist oder nicht. Wenn es ein guter ist, ist es die 191 direkt. Wenn nicht, rutschen wir noch auf die 190. Yay. Das wäre doch so big hier gerade. Ich glaube, wir können auch nicht mehr rausholen, so aus der Startelf. Oder? Doch, theoretisch. Zack, zack, zack. Wäre das schon mal ein Startelf-Upgrade? Weil sonst könnten wir den hier noch tauschen. Nee, was fällt uns hier gerade noch auf alles? Aber mehr geht nicht. Come on. Come on. Bitte. Mach. Es gibt noch die Möglichkeit, dass Aspi auf der Bank carried. Es gibt noch die Möglichkeit, dass dieser eine Tausch... Also dann wären wir echt ganz am Limit. Aber dieser eine Tausch kann es noch machen. Ich bitte dich. Das wäre so cool. Das wäre wirklich so cool. So, 3, 2, 1. Es wird noch nicht aktualisiert. Jetzt wird die Zahl aktualisiert. 3, 2, 1. Ah, Bruder, die haben es ehrlich noch geschafft. Sie haben uns tatsächlich noch rasiert, weil wir zwei 83er auf der Bank haben. Oh mein Gott. Sie haben uns noch klein gehalten mit der Bank. Einfach erster richtiger Versuch hier direkt 190. Eigentlich war es schon die 191.
Guck dir mal diese Starthelfer an. Eigentlich hatten wir es schon. Ich weiß nicht, wie es jetzt am Ende nicht geklappt hat. Bodenlos, hier kann man nichts ändern. Es ist so frech. Es ist so verdammt frech. Mit solchen Karten. Eine 190. Ah, 94 wäre halt gut gewesen von. Ja, aber das Ding ist, dann hätten wir halt in der Verteidigung viel schlechtere Karten gehabt. Und dann wäre es halt auch niemals aufgegangen mit dem Rating. So, wir bauen das nächste Draft. Jetzt die 191. Auf ganz entspannt. Ui, ui. Ja, wobei. Mit der Forma könnte was gehen. ZDM ist halt nicht so geil. Ich habe noch mal mehr Flügel. Komm, wir nehmen die Forma. Oh, 97 zum Start. Das schmeckt. RM kriegt man immer Müll. Deswegen scheiß drauf. Geht sogar. Erstmal einen Innenverteidiger mitnehmen. Ja, das ist ein perfekter Start. Oh. Guck mal, was man für Spieler kriegt. Guck mal, was man für Spieler kriegt. Maradona, Pelé, R9. Ich halte diesmal die Fresse, ne? Wenn EA will, dann halten die ihn immer noch am Ende auf. Na, diesmal kann ich ihn nicht ignorieren. Ich sage, ey, diesmal kann ich ihn nicht ignorieren. Alter, Bro. Was zur Hölle? Ah, was zur Hölle passiert hier, Mann? Bro. Ja, Mann. Weißt du, wie die mich am Ende aufhalten, indem die mir nur solche Verteidiger geben? Boah, jetzt erstmal hier vorne mein Lachs. 90, ehrlich nicht schlecht. 90, gut. Ist mir egal, was ich vorne hier kriege. Jetzt zockt eh R9. Aber für die Bank ist von Basten gut. Mach mal Messi. Ich will Messi haben. Ah ja, Best ist noch besser als super. Zack. Ah ne, warte mal. Hab gar keinen für die Position. Tschüss. Ich sag, ey, was ist das? Bro. Ey, was ist das für Verteidiger, Mann? Die können schwer geradeaus laufen. Ohne Witz. Bono ist gut. Mach. Icon. Okay, alles gut, Digga. Alles gut. Super Link, 192. Trotz zwei Leute ohne Füße. Ohne Witz. Wir haben zwei Leute ohne Füße, haben eine 192. WTF, Mann. Warte mal. Ja, guck mal, was für ein Rating wir hätten, wenn wir die auch noch in der Startelf hätten. Das wäre sogar, komm auf, entspannt. Eine 93er Rating. Hat man so schon gesehen? Schwer, glaube ich. Schwer. Jesus, oder? Egal, ich brauche andere Verteidiger. Warte mal, ich nehme mal einen Mittelfeldspieler hier kurz. Warte mal. Ich kann Casemiro als Verteidiger spielen. Und er hat sogar einen Link auch zu Bonu. Mach mal Platz hier. Warte mal, wer war denn der andere Verteidiger, den ich hatte? Hä? Zack. Hä? Das muss doch irgendwie aufgehen. Die sind beide französische Liga wegen dem Keeper. Da brauche ich auch einen anderen. Alter, Mann. Mach doch kein Auge jetzt. Gib mal irgendwelche Verteidiger, die was können. Bro, ihr müsst doch nicht immer euch eine Position aussuchen, wo ihr einen rasiert, Mann. Das ist unnötig. Der hat wenigstens auch einen Link zum Keeper, weißt du? Hey, wo spielt der? Spanische zweite Liga. Was? Small, gib mir ein ZDM noch wenigstens. Oh, nee, Mann. ZDM bringt gar nichts. Ich brauche einen Innenverteidiger, sonst sind wir am Arsch. Er ist Außenverteidiger, das bringt gar nichts. Collins, Deutscher, bringt nichts. Stones. Bro, ich weiß ja nicht, was wir gleich noch für einen Keeper kriegen. Oder einen brasilianischen Keeper gleich. Collins hat einen guten Link zu Matthäus. Ich mach erstmal einmal so. So. Wir brauchen einfach einen anderen Keeper. Alisson im Tor, wir sind Fool. Ter Stegen im Tor, wir sind Fool. Deutscher Keeper im Tor, wir sind Fool. Und wir werden das mit dem Rating auch hinbekommen. Guck mal, wir sind hier, Barb 92. Ich hab Angst vor dem Keeper, ohne Witz. Ich hab Angst vor dem Torwart. Ey, guck mal. Wen nimmt man hier mit? Ist eigentlich scheißegal, ne? Also original scheißegal. Nimm Salah mit. Was kommt hier noch? Er ist nicht Fullcam, aber er macht Collins auf Full. Und wenn Casemiro auf 6 bleibt, könnte es das sein. Jurka, danke für dein VIP. Der ist französische Liga, der bringt halt nichts. Ich nehme mal Birki. Plus 1, zack. Ah, woher noch mehr Chemie nehmen? Ohne Witz. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Wir haben ein 92er Rating. Es ist gottlos. Ey, ich sag dir ehrlich, Ederson im Turm, wir haben es. Ederson und Alisson. Ey, wir rutschen auf ein 91er Rating runter. Kosti bringt immer noch nichts. Nee. Ein 92er Rating wäre eigentlich zu viel des Guten gewesen. Salah RS und Best RM. Ja, die sind halt trotzdem, oder? Okay, 99, okay. Ja, okay. Ja, okay, das war ja simpel.
Warte mal. Jo, 191. Willkommen, willkommen, willkommen. Hey, ich habe sogar ein bisschen Frust gerade, dass es kein 192 ist. Wie gut war dieses Draft? Das hätte locker eine 192 auch sein können. Aber weiß nicht, wo wir die jetzt noch herholen sollen hier. Bei niemandem gesehen bisher. Also bei keinem YouTuber eine 191. Wie heftig. Aber hätten wir einen Spieler noch mit einem höheren Rating, wäre es eine 92 gewesen. Ich sage ehrlich, wollen wir dranbleiben? Wollen wir dranbleiben und versuchen, so die 92 zu bauen? Ich glaube, das ist wirklich möglich. Ich meine, okay, wir haben fast schon das perfekte Draft-Team bekommen. Was will man noch mehr bekommen als 97, 98, 94, 94? Geht eigentlich kaum mehr. Wir holen den Manager ab. Anders kommt man hier nicht auf Full Cam. Super, entspannt. Premier League Manager packen wir ein. 191er Draft im zweiten Versuch. Hä, gottlos. Was man für geile Spieler kriegt. Wirklich, das ist geisteskrank. Komplett geisteskrank. Nächste Token. Bald haben wir alle Token aufgebraucht. 4, 2, 3, 1. Ah, wir riskieren es. In der Hoffnung, dass wir wirklich mal perfekte Z2Ms kriegen. KK ist nicht schlecht. Wir nehmen direkt den zweiten Z2M. Was ist der 91er, Bro? Was soll ich mit dem 91er? Was soll ich mit diesen Stürmern? Ist halt Full Icon, ne? Wir können hier vielleicht ein Full Icon-Team hinrotzen, so, aber... Das sind halt keine guten Icons. Und der ZDM ist halt auch meistens bodenlos. Und das ist halt nicht die Formation irgendwie. Das ist nicht die Formation. Es könnte die Formation sein, wenn man häufiger die heftigen ZDMs kriegen würde. Aber man kriegt sie halt zu selten. Man kriegt meistens für den Flügel halt die guten. Und wir haben nicht mal Flügelpositionen. So, das bringt uns dann gar nichts. Bau das mal zu Ende, weil ich wissen will, was man... mit der Formation so rausholt. Das ist ein gutes Keeper-Upgrade. Full Cam schon mal. Bessere Stürmer. Und Rechtsverteidiger noch. Oha! Der Rechtsverteidiger ist halt Schmutz, Schmutz, Schmutz. Aber kommt besserer jetzt. Oh, what am I seeing, man? What am I seeing? Wir haben nichts Gutes zum Tauschen, leider. 191! Hä, auf einmal? Auf einmal? So aus dem Nichts ist Draft doch gut. Also wenn die jetzt runterrutschen, werden wir wahrscheinlich nichts Gutes mehr kriegen. 191! Ich hätte das Draft niemals zu Ende gebaut. Just for fun habe ich gerade alle abgeholt. Hey, die Formation ist ja doch krass. Liegt es an der Formation? Wahrscheinlich nicht. Junge, wir haben die größte Schmutzbank, die ich jemals in einem Draft hatte, ne? Also die Startelf ist geil. Ich habe es euch gesagt, es muss einfach zwischendurch mal so ein 98er Pelé kommen und direkt carried er das komplette Draft. Es kann so schnell gehen. Guck dir diese Bank an. Eine andere Bank. Das ist eine 192. Aber wieder eine 191. Das, obwohl ich gar nicht damit gerechnet habe. Obwohl der Start dieses Draft echt todeswack war. Krass. Hier können wir sogar noch mal mehr Chemie für Casemiro rausholen, wenn die gefehlt hätten. Ja, was soll ich sagen, ey? Was soll ich sagen? Aber wir können auch keinen einzigen der Startelf mehr verbessern, ne? Keinen einzigen auf der Bank. Ja, hol mal einen Manager ab. Zack. Wieder 191. Ich brauche häufiger diesen Pelé, oder? Egal, wir gucken mal. 4-3-3 ganz normal. 3, 4, 2, 1, warte, wir nehmen mal die. Sehr gut, RM. Wir nehmen jetzt erstmal die Ersatzbank und dann die Startelf. Mal gucken, was dann passiert. Donnarumma, okay. Es liegt nicht an der Reihenfolge, es liegt einfach daran, dass die Bank, glaube ich, immer Schmutz ist. Das Gesetz einfach. Das Problem ist halt jetzt, wenn wir so bauen. Außenverteidiger, wo soll ich den hinstellen? Wenn wir so bauen, wissen wir halt gar nicht, wo wir noch irgendwen brauchen für Chemie oder so, ne? Kommt der denn her? Boah, also wir haben coole Spieler, ne? Aber ich habe gar keine Ahnung, wer wohin soll. Also erstmal tausche ich ihn. Jetzt kriegen wir halt in der Stadt, der werde ich diese Gurken. Ich rot einfach auf der Position müssen. Okay,
Kannst gar nicht abschätzen, ob das, was wir gerade haben, gut ist oder ob das richtiger Schmutz ist, ne? Das kann man gar nicht abschätzen. Full Can? Hey! Hey! Das ist fast 192! Was bin ich sehend? Wir haben einfach irgendwas gebaut, irgendwas genommen. What the fuck, man? Ich kann hier nichts mehr machen. What the? Einfach mit irgendwas nehmen. Weil einer meinte, machen wir zuerst Bank. Ich habe nie diese Taktik gesehen. Ich glaube, das ist gleich die Scheiße der Geistkrieg zu sehen. What the fuck, man? Dieser Billy ist wieder am Carry. Na, guck mal, wir haben Bastoni hier drin, Overmars. Die sind teilweise gar nicht so geil. Aber die Bank ist halt diesmal eine richtige Macht, ne? Bis auf Bellingham. Aber sonst ist die Bank immer. Ja, selbst wenn wir nur die Besten in der Startelf hätten. Und ich mach's mal. Nur die Allerbesten wären hier in der Startelf. Hätten wir dann 92er Rating? Hey, guck mal, also unabhängig von der Chemie, selbst wenn nur die Besten in der Startelf wären. In diesem FIFA ist es einfach so. Die Ersatzbank ist fast genauso gewichtet wie die Startelf. Ist eigentlich egal, ob man seine Spiele auf der Ersatzbank oder in der Startelf hat, so gefühlt. Sehr, sehr gutes Team. Interessante Art auf jeden Fall auch, wie wir das Team zusammengebaut haben. Und ich sag ehrlich, ich glaube, das ist nah dran. So. Da sind schon echt ein paar mächtige Karten. So. Ja, nehmen wir einfach den Bruder mit. 191. Ein 88er für Bellingham und dann wär's das. Kann sein, Digga. Kann sein. Verrückt. Sehr verrückt. Echt verrückt. Das war's heute von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das eine Draft war so nah dran an der 192. Das ist wirklich unfassbar. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer bestes Draft bisher war. Und ja, abonniert den Kanal, wenn es euch getan hat. Ich bin raus, macht's gut, haut rein. Ciao.